Ist hier das Erlebnis auf der Haut ein ganz anderes? Ja, diese Pferdescheiße, nicht von irgendwoher, wir haben die aus Marokko. Boah, ist der Katastrophe. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute sind wir hier mit Sascha Hellinger. An diesem ikonischen Ort, es gab schon diverse Videos von hier. Ja. Und heute haben wir mal wieder ein tolles Format. Dasselbe haben wir mit Revi gedreht und ihr habt es sehr gemocht. Ja? Okay. Aber du musst sagen, du schlägst dich gut. Ich werde Sascha jetzt 2 Parfums geben zum Testen und er muss erraten, welches besser gerankt ist auf Parfum und welches schlechter gerankt ist. Wenn er richtig rät, ist alles gut. Wenn er falsch rät, darf er eine Bohne probieren, die ich von Angelina damals bekommen habe. Und ich habe ihr die Videoidee einfach dauerhaft geklaut, ne? So schnell geht das bei mir. Danke, Angelina. Ja, genau. Wir legen los mit dem ersten Parfum. Ja. Und hier können wir einmal zu diesem Banger greifen. Malibu Party in the Bay. Das ist ein Kokosnussduft von Simone Andreoli. Guck mal, der Sprüher allein, ich möchte den Tisch nicht versauen. Der ist schon sehr stark. Ja. Und der steht gegenüber, so ein schöner Sommerduft, oder was, Sommerduft, aber der ist so, ich finde ihn einfach so, man könnte den fast trinken. Da war Alkohol drin. Und steht gegenüber Kobe. Das ist wirklich wie ein Drink. Und Kobe ist so ein Lieblingsparfum vom Herbert. Kobe? Kobe, genau. Der ist, geht in eine ganz andere Richtung, ein Klassiker. Hier drin ist beispielsweise zitrische Noten. Wir haben sehr viele grüne zitrische Noten. Das heißt, ja, hier auch. Hier riecht man so Limette-mäßig. Das ist wie in einem Sommerurlaub. Genau. Limette. Limette, Kokosnuss. Kokosnuss, ja. Und in dem ist eher sowas drin wie Orangenblüte. Du hast natürlich auch Musk drin. Bergamotte ist ganz stark. Dann aus Florida Orange mit drin. Das ist auch heftig, oder? Wo die manchmal ihre Ressourcen beziehen, so, ja, für den Duft dann, für die Kreation. Ich meine, was macht die, was ist die Orange in Florida? Was ist anders an der Nein, da gibt es kolossale Unterschiede. Oh, sorry. Da gibt es wirklich, also, nee, das ist auch beim Herbert so. Der sagt mir zum Beispiel, Herbert sagt so, er macht ein neues Parfum. Er sagt, die Minze muss von da sein. Wenn die nicht von da ist, dann kannst du das Parfum nicht machen. Jetzt ist die Frage, welches der beiden ist besser gerankt? Ich meine, Xerchow gegen Simone Andreoli. Mhm. Der Duft ist Wahnsinn. Also, der hier ist wirklich, wirklich schön. Jetzt wüsste ich nicht, würdest du den im Winter tragen? Oder eher, ich habe ihn jetzt auch schon getragen, aber okay, es ist natürlich mehr ein Sommerduft. Ne? Aber wie Marc Eggers schon sagte, es gibt keine falsche Jahreszeit für egal welchen Duft. Also, er ist letztens zu mir gekommen und gesagt, das eine ist ein Sommerduft. Ja, okay. Man muss halt dazu sagen, ich finde der Kobe, der riecht, ich kann es jetzt nur dumm beschreiben, so ein bisschen weicher, angenehmer. Der geht nicht so nach vorne, sondern der ist ein bisschen unterschwellig. Und der andere, der riecht schon wirklich sehr, sehr wuchtig. Also den merkst du in der Nase. Ich sag, Kobe ist besser gerankt auf Parfumo als der Malibu. Dann gucken wir mal nach. Es steht 8,1 zu 7,8. Oh, knapp. Sehr knappe Geschichte. Simone Andreoli ist aber besser gerankt. Was? Mit 8,1? Aber gönn ich dem Duft? Nein, ehrlich. Für 150 Euro? Ey, für 150 Euro? Ey, falls ihr da draußen, das geht an alle Zuschauer von Marc. Also mindestens 50% davon geht ja sowieso bei dir. Die sind Ferrari-Fahrer, Januar, Februar, Malediven, irgendwo, wo die Sonne ist, weit weg. Kauft den Duft, nehmt den mit. Wirklich sehr, sehr erfrischend. Sehr, sehr guter Duft. Dazu ein schönes Hemd, so wie du. Ja. Kann man leben. Was soll ich sagen, Sascha? Ach so. Ja, stimmt. Hast du das schon mal probiert? Nee, ich hab keine Ahnung. Okay, was möchtest du? Such dir eine Farbe aus und ich sag dir, was es sein kann. Babyblau. Babyblau ist das Einfachste und zwar entweder Zahnpasta oder Blaubeere. Beides geil. Ja, also das ist das Einfachste. Zahnpasta ist halt so minzig und das andere ist halt Blaubeere. Blaubeere. Blaubeere? Ja, ja. Also die Sache ist, beim letzten Mal, ich habe, glaube ich, alle schlechten daraus genommen und dann hat Revi auch relativ viele. Ich denke mir, irgendwann muss das Ding nochmal leer sein mit den schlechten. So, wir machen weiter. Oh, mit einem Klassiker. Das ist ein Klassiker. Und den einen hast du auch noch nicht probiert. Okay. Und zwar, wir machen mit Nikos. Das ist von Sicilia. Da sind wir der Einzige, der es anbietet. Das ist eine ganz kleine Manufaktur aus Sizilien. Das ist hat eine ganz großartige Geschichte. Auch ein sehr schöner, frischer, aquatischer Duft, ganz clean und sauber. Das ist auch alles von der Insel Keramik. Das ist schön. So, und schöne Geste. Und gegenüber haben wir Leighton. Das ist so Marc Eggers-mäßig. So, ne? Mhm. Leighton ist halt eine Marke, mit der kann man nichts falsch machen. Die sind ein absoluter Performer. Einstieg in die Nische. Das ist ein fest etablierter Player überall auf der Welt. Und hat einfach, ja, performance-wise und auch allgemein von der Marke, sind die einfach super gemacht. Ne? Hier haben wir drin Apfel, Lavendel, Vanille.
Vanille, Patchouli, Jasmin. Der ist wunderschön. Richtig schöner Duft. Ich finde nur, was glaubst du, wie viele kaufen jetzt wirklich, also ein Flakon? Inwieweit muss das Flakon dich überzeugen, den Duft zu kaufen? 30% macht das Flakon aus. Das ist krass. Aktuell, ich kann dir sagen, wenn der Name falsch ist und die Flasche vom Design her falsch ist, das ist die Hälfte der Miete. Die Duft-DNA ist auch wichtig, klar. Aber in der heutigen Zeit, viele Leute kaufen sich auch Flaschen, um die hinzu... Das hört sich so an, aber es ist so. Viele Leute sammeln auch einfach und tragen auch Parfum halt vielleicht nur einmal in einem halben Jahr. Das ist nicht so, dass die Leute... Das ist schon wie sammeln. Ja, aber das musst du ja auch richtig lagern. Also es gibt ein paar Regeln, das können wir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ihr solltet natürlich die Parfums nicht im Badezimmer haben. Luftfeuchtigkeit, also Wärme ist nicht so schlimm. Also wenn ihr jetzt beispielsweise in einem warmen Gebiet wohnt, das ist nicht so schlimm. Aber die Luftfeuchtigkeit, die variiert, ist schlimm. Und direkte Sonneneinstrahlung, das ist der Killer. Also UV-Strahlen zerstören bestimmte Duftmoleküle und das ist das Schlimmste. Also von daher, kühl zu lagern ist gut, aber vor Sonnenstrahlen zu schützen ist das Wichtigste. Ich habe meine Antwort. Du musst ein bisschen logisch denken. Ne? Ja, ja. Aber ich gehe tatsächlich mit Leighton, die hat die bessere Bewertung, einfach nur, weil der halt... Das ist der Duft. Das recht. Das ist der Duft. Und zwar 8,6 wow. Bei 4.458 Bewertungen. Und Platz Nummer 2 in Parfums für Herren ist Leighton. Und Sicilia ist mit einer 8,2 auch gut unterwegs, hat aber tatsächlich nur 12 Bewertungen. Ne? Ist noch sehr unbekannt. Aber richtig. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte Parfums de Marly, so heißt es ja, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Erst seitdem du Nico das Geschenk gemacht hast mit Altair, was ja ein Wahnsinnsduft ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber du hast Parfums de Marly damals dann übersprungen. Ich habe es übersprungen. Krass, ja. Okay. Weil viele Leute sagen mir genau das Gleiche. Die sagen, auch selbst Duftbunker sagt zu mir, krass, dass du jetzt Parfums de Marly hast, weil die meisten Leute überspringen das, weil ich es jetzt nicht im Programm hatte und man hat das nicht so fokussiert, ist direkt zu Xerchow gegangen, die Leute, die jetzt, sagen wir mal, nur mir folgen. Und jetzt gibt es so ein Revival, so ein bisschen was. Ne? Ja. Und ja, Parfums de Marly, ich muss sagen, es gibt einige Düfte. Ich würde zum Beispiel Kalan, ist ein Duft von denen in so einer roten Flasche, mögen nicht viele. Ich finde ihn super. Jetzt müsst ihr euch anschnallen. Jetzt wird's wild. Und zwar, wir haben ein Battle of the Giants. Wir haben Tom Ford Bitter Peach gegenüber, und das wird, glaube ich, der neue Blonde Amber ablösen, also es wird Blonde Amber eventuell ablösen, Matsukita von Clive Christian, ein Duft, den es seit 2021 gibt. Ich habe ihn jetzt gerade gestern erst bekommen. Und ja, wir gehen mal rein und da bin ich mal gespannt. Weißt du eigentlich, welcher Duft, den du verkaufst, der älteste ist, der schon seit am längsten existiert? Ja, dieser aus 85, Creed. Aventus. Nein, Creed, dieser Tweed. Ja, Green Irish Treat. Seit 85. Peter, den gibt es seit 85. Das ist krass. Bitter Peach von Tom Ford, was sagst du? Darf ich ehrlich sagen? Ja, sag's. Hattest du gerade einen kleinen Voice Crack? So, willst du was trinken? Nee, brauch ich nicht. Ich finde, meine Meinung zu Tom Ford Düften ist, zum Beispiel Lost Cherry hatte ich, habe ich auch bestimmt zweimal nachgekauft. Der Duft an sich ist Hammer, ja. Aber die Performance ist schrecklich. Es ist wirklich eine schreckliche Performance und für den Preis finde ich es eigentlich noch beschissener, weil für den Preis kannst du einen anderen Nischenduft kaufen, der fruchtig ist und der haut halt nochmal mehr rein. Und dagegen Matsukita. Das ist halt wahrscheinlich wieder so ein, hier haben wir halt 230 Euro wahrscheinlich gegen... Nee, der kostet auch 300 Euro. 320 sogar, ne? 320 gegen wie viel? 700? Ja. Nein, ich glaube 500 oder so. Ach so. Oh. Ja, dann ist er geschenkt, Mensch. 500 Euro, wie viel? 50 Milliliter? 50 Milliliter, ja. Nehme ich. Also, wir haben drin Bitter Peach, wisst ihr, es ist halt Pfirsich mit drin, die Hauptnote. Und hier haben wir drin, das ist sehr, ist komplex. Was Rauchiges auch. Bergamotte, Muskat, rosa Pfeffer, Mate, chinesischer Jasmin, Gujakholz, Jasmin, Sambak, Balsamtanne, Hölzer, Moschus und Amber. Es riecht auch ein bisschen so rauchig, weißt du? Ein Ticken, ja. Ja, die sind mir zu komplex. Ich muss ehrlich sagen, du hast mir auch davon Number One gezeigt. Ja. Ich kann gar nicht drauf klar. So, weil du aber auch meintest, das ist ein Herrenduft für den Mann und ich spiele halt eher so in der Liga der Buben, richtig? So, wenn du mich beschreiben müsstest, wäre dein ein Wort so Knabe. Nein, die Sache, aktuell befindest du dich in der Phase, wo du süße Düfte magst. Aktuell ist mein Leben lang. Ja, kommt noch eine andere Zeit. Na, hoffentlich nicht. Nee, ich finde, dann riechst du manchmal auch so nach Pferdestall, weißt du? So. Das wirst du auch noch lieben lernen. Nee. Glaub mir, das werde ich nicht lieben lernen. So, jetzt ist die Frage, welcher ist besser gerankt? Ich kann mir vorstellen, dass beide nicht die beste Bewertung bekommen haben. Krass! Bitter Peach ist doch... hallo?
Mm-mm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Tom Ford in der Parfümwelt wirklich so ankommt. Die, haben schon Geld verdient, glaub mir. Ja, das ist Fakt. Aber ich meine nur so auf Parfumo, wo Leute wirklich mal sich Zeit nehmen für eine Bewertung. Ja, ich weiß nicht, ob Tom Ford da so gut wegkommt. Ich glaube, dass Tom Ford halt der Duft ist, der öfters gekauft wurde, weil der Clif Christian zu teuer ist. Aber das sagt ja nichts. Ne? Beim letzten Mal hatten wir auch hier zum Beispiel, der hat sich auch gut geschlagen, hat zwar wenige Bewertungen, also das kannst du jetzt nicht sagen. Das stimmt. Ich sag trotzdem, dass der Tom Ford Duft besser gerankt ist. Also mich hat es tatsächlich gewundert. Tom Ford wird aktuell bewertet mit 7,3. Ich hätte ihn deutlich höher. Ich hätte ihn wirklich höher eingeschätzt. Ja. Und Clive wird aktuell mit 8,4 bewertet. Clive Christian ist momentan the way to go. Das ist das Luxury House, wo wir auch zeitnah eine Corner bekommen werden. Als einer der, ich glaube, 5 Shops in Deutschland oder Europa, werden wir eine Clive Christian Corner bekommen. Ja, weil wir die Marke so sehr feiern und so sehr lieben. Dann darf ich dich einmal bitte zur so Auswahl. Ich sag noch so, yo. Ja, du warst Ford, richtig. Ja. Du warst richtig. Ich nehme die Grüne. Nimmst die Grüne. Ja, ja. Also wir können entweder Pfirsich haben. Pfirsich? In grün, okay. Oder Popel. Oh, ich Idiot. Ich Idiot. Popel. Nein, echt? So. Wonach schmeckt das denn dann? Einfach nicht gut. Einfach. Ja, es schmeckt einfach nur abgestanden. Ja, okay. Staubig. Gut. Staubig. Staubig, ja. Ja. Dann machen wir weiter mit dem nächsten. Boah, auch sehr, sehr nices Ding. Sehr, sehr nices Ding. Und zwar, boah, das ist eine nice Sache. Ganz neu. The Nose Behind von unserem Freund Herbert Marrakesch. Den kennst du noch nicht, ne? Mm-mm. Marrakesch hat den Souk, also den Minztee, den man aus Dings kennt, so, ne? Vereint mit Spices. Du musst ein bisschen länger dranbleiben, weil die Minze ist gleich weg. Jetzt am Anfang ist die Minze da. Und gegenüber haben wir Ciel d'Orange. Das ist ein Duft von Auger. Auch ein super, super Topseller. Wir haben jetzt hier das Öl. Ist aber kein Problem, das kriegen wir auch drauf. Auger ist sowieso aktuell richtig am durch die Decke gehen. Viele zum Glück. Sind nicht auf Lager und so weiter. Ist wirklich heftig, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Dagegen haben wir diesen tollen Duft. Den hatte ich in Afrika die ganze Zeit drauf. Was sagst du zu Marrakesch? Ja, Herbert ist ein krasser Macher. Ich bin generell Fan von ihm. Du hast halt, wir können mal auch vorlesen, was du da drin hast. Gerne. Weißt du, das Einzige, was mich so wundert, ich finde, sein Flakon geht nicht so nach vorne. Ja, der hat ja, darum ist der Preis ja so. Der hat alles weggelassen. Der hat die günstigste Kappe genommen, das günstigste Design, die günstigste Umverpackung, damit er halt nur den innen drin sich darauf konzentriert. Fair enough. Marokkanische Orange. Genau, das war die Story. Deswegen habe ich auch mit Orange gelacht, weil er hat zu mir gesagt, er hat eine Orange aus Marokko genommen, wo irgendwie die Schale anders ist als in der Türkei und so weiter. Das war die Geschichte, warum ich eben darauf. Minze, schwarzer Pfeffer, Gewürze, Kardamom, Zimt, Tonkabohne, Guyakholz, Vanille und Atlaszeder. Wahnsinn, oder? Ja. Ich finde generell den Beruf, wir sehen ja immer nur als Verbraucher, ich sehe nur das Flakon, ich rieche den Duft, ich schätze den so ganz grob erster Riecher ein. Und das ist ja an Parfüm auch das Krasse eigentlich, dass dein erster Instinkt schon dir ziemlich genau sagt, ja oder nein. Aber ich habe oft auch schon erlebt, wenn jetzt jemand neben mir sitzt und mir den Duft erzählt und mir so die Geschichte erzählt, ich finde, dann manchmal kann sich das auch noch ändern. Oft habe ich so zum Beispiel, es kommt eine neue Marke, ich habe 10 Düfte da, ich probiere alle durch, sagst du, ja, ist okay. Dann kommt irgendwie Herbert oder so und sagst du, ja, das ist so, das haben wir so und da habe ich das. Und dann denke ich mir so, Alter, krass, auf einmal ist das Parfum aber heftig. Ja, natürlich, deswegen habe ich auch eine Uhr gekauft, obwohl ich keine kaufen wollte, weil du wieder kommst und sagst, die ist selten. Das ist auch, so funktioniert das natürlich. Wenn du, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ja, dass der Typ, der das verkauft, neben dir sitzt. Weil das ist ja als Verkäufer das Ding, warum du ein guter Verkäufer bist dann. Stimmt, weil stimmt. Dann sagst du, hör mal, wir haben hier diese Scheiße, diese Pferdescheiße, nicht von irgendwoher. Wir haben die aus Marokko, aus dem letzten Hinterhof, ja. Da waren 2 Jungs mit Gewehr, die haben uns an der Pforte nicht durchlassen wollen. Aber glaubst du, ich habe mich da aufhalten lassen? Nein, ich bin durchgegangen. Warum? Weil ich diese Duft-DNA von dieser Pferdescheiße gebraucht habe. Und 3 Monate später sitzt du neben mir und stinkst meine ganze Wohnung voll, Alter. Verkauf mir das Ding auch noch. Wir haben, das war Auger. Ja, genau. Ciel d'Orange gegenüber Marrakesch. Mhm. 2021 gegenüber 2023. Mhm. Ja, ich habe meine Entscheidung. Hast du schon? Ja, ja. Und? Ich finde, das ist von allen Gegenüberstellungen, die wir bis jetzt hatten, wir hatten ja 3 Stück, finde ich das tatsächlich das Interessanteste, weil die, finde ich, nah aneinander sind, obwohl nicht dasselbe drin ist. Ja, ich gehe mit Herbert. Ich sag, Herbert hat mit Marrakesch die bessere Bewertung. Der geht schon gut nach vorne, immer noch frisch. Das wäre jetzt nicht mein Duft. Mhm. Minze geht gleich ein bisschen mehr in den Hintergrund. Und Auger riecht auch schön, aber geht ein bisschen unter auf dem Tester zumindest. Ich sag, Herbert hat die bessere Bewertung. Also, wir haben 7,3 gegenüber 7,8 und Marrakesch ist leider hinten.
Sascha, du denkst. Herbert, was ist los? Ja. Herbert, was ist los? Du musst so wie Marc mal die Leute, du musst, glaube ich, deine Internetpräsenz nach vorne bringen und auch mal die Leute penetrant nerven, wie Marc es tut. Wer ist eigentlich der Typ, den ich jetzt auf Instagram sehe? Das bist ja gar nicht mehr du. Ach, nein, also einmal, weil ich in der Türkei war, habe ich einmal Mitarbeiter gelassen. Ja. Ich habe den 3 Tage gesehen. Der Arme hat an einem Tag für 5 Tage vorproduziert, Mann. Nico, du hast aber einen guten Job gemacht. Ja, Nico, für extrem guten Job. Ich nehme hier rot. Welche rot? 3 rote sind da so ein bisschen. Ah, okay. Kann sein Granatapfel. Ja. Oder alter Verband. Boah, du bist auf Fearless, ne? Wow. Okay. Alter, ist der scheiße. Der ist Katastrophe. Ja? Na, oh mein Gott. Na ehrlich, du meinst, bin ich nicht so, aber der schmeckt richtig Müll. Also schlimm. Würde der Markt da einen kleinen Cozzarino mal durchziehen? Ja. Ja. Ja, muss ich schlucken? Nein, muss ich nicht. Okay, weil ich bin eigentlich echt skrupellos, aber der ist richtig schlecht. Entschuldigung. Boah, ist der Katastrophe. Alter. Ey, nee. Keine Chance. Du hast mir einen Gönner gegeben. Ja, die sind nicht kalt. Ist egal. Sicher? Ja. Bäh! An dieser Stelle gehen nochmal Grüße raus an Marcel. Boah, der war richtig schlimm. Boah, ey, parallel. Cheers. Grüße gehen raus an Marcel. Mhm. Guter Mann. Jetzt kommen wir zu einer Marke, die kennst du nicht. Okay. Die wirst du aber feiern. Wir haben sie neu aufgenommen. Alle Parfums sind von Chris Carbonell, der Herbapura gemacht hat, Orange Flamingo und so weiter. Wir haben die Lieferung noch nicht bekommen. Das ist Silage von Kinetic. Und ich glaube, dass das nächste Parfum, was hier landen wird, ich bin mir ziemlich sicher, ist ein das Parfumhaus gefällt mir super krass und einfach eine tolle Kreation. Und allgemein machen die Jungs einen tollen Job. Der ist gut. Der ist gut, ne? Der ist gut. Der ist wirklich gut, ja. Gut. Muss ich sagen. Also das würde ich auch blind. Ja, der ist gut. Jetzt gegenüber Clive Christian, Amberwood. Der kam, glaube ich, gleichzeitig mit Blond Amber raus. Der ist Wahnsinn sogar. Mhm. Ich weiß. Wie heißt der? Silage von Kinetic. Ja, geht auch schon gar nicht mehr so in die Richtung, dass man sagt, vielleicht nichts für mich. Der würde der breiten Masse, glaube ich, schon gefallen. Ja. Ich kann ja nicht sagen, was ich rieche, außer dass es halt gut ist, aber halt auch, weil er süßlicher ist, ne? Es ist schon ein fruchtiger Mix, anders interpretiert. Mhm. Wir sind hier nicht bei Herbapura oder sonst irgendwo, das ist schon was eigen. Ja, ja, ganz eigen. Ja, überhaupt. Ich muss dir auch ehrlich sagen, Herbapura, ich finde den Duft schlimm. Mal gab es Phasen, wo das innen war und jetzt hat man sich ein bisschen entfernt davon. Du hast mir den, du hast ihn mir mal geschenkt, aber mit dem Flakon, das ist alt, ist lange her. Türkises Flakon, musste ich weitergeben, weil der einfach zu krass war. Das ist auch schon so wirklich der Duft, wo du sagst, wow, die sind beide gut. Beide? Die sind beide richtig gut. Okay, das wird mir jetzt wirklich schwer fallen. Ja, der ist schon zu gut. Der erinnert mich an irgendwas. Wir können mal gucken, was da an Ingredients drin ist. Gerne. So, letztes Jahr rausgekommen. Mhm. Und drinnen haben wir Veilchen, Safran und Oud. Und dann Himbeere, Jasmin, Weihrauch, Vanille, Wildleder. Diese Himbeere mit Wildleder und Vanille, das ist eine sehr, sehr starke Kombi. Ja, wunderschöne Kombi. Mhm. Ja, jetzt pass auf. Mein erster Gedanke sagt, dass ich den Kinetic wählen müsste. Aber ich habe das Gefühl, weil wir jetzt wieder hier bei Clive Christian sind, dass halt der, weil das Parfüm anscheinend gerade ist, dass der weiter vorne ist. Der riecht halt schöner. Der riecht wirklich schön. Ich sag, Clive Christian ist vorne, wobei mein Favorit ganz klar der andere ist. Sicher? Sicher. Ich fresse jetzt hier nicht nochmal so alten Verband. Sicher? So. 100% Mark. Logge ich ein und brauchst dich nochmal fragen. Okay, gut. Wir lesen nach. 8,6. Ja. Gegenüber 8,4. 8,4 wird, 8,6 wird der Clive Christian haben. Ey, ich hab dich noch oft gefragt. Ja, aber du bist auch jemand, du reitest auch doch noch mal gern ein in die Scheiße. Erzähl mir doch nicht. So, ey, das ist, ja, egal. Komm, rutsch wieder näher, hol das Blatt raus, was ist was. Darf ich noch eine Sache sagen? Sobald du den verkaufst im Online-Shop, verkaufst du ihn schon? Ja, ja, der kommt, also die Auslieferung, die Palette müsste vielleicht heute ankommen. Ja, also. Ich nehme folgende Aussage. Bevor ihr euch Layton holt, den wahrscheinlich prinzipiell mehr Leute haben, falls ihr es süßlicher mögt, aber auch nicht zu süß, weil man muss echt sagen, der ist irgendwie eine ganz geile Mischung, holt euch Kinetic. Ja, Mann. Viel krasser. Ja. Also einen Duft, den habe ich schon lange. Bei dir riecht man ja wirklich viel. Und der hat mich richtig gut überzeugt gerade. Also natürlich jetzt noch nicht auf der Haut, aber auf dem Tester. So, ich gehe mit der Farbe hier gelb. Ich? So gelb, das ist so gelblich. Gelblich. Da haben wir einmal Butterpopcorn. Okay. Oder gerottetes Ei.
Ist das Butterpopcorn oder? Mm-mm. Nee? Mm-mm. Schmeckt das nach Ei oder? Ey, die sind so klein. Ich hatte bei den ersten Fehlgriffen gar kein Problem. Aber die letzten zwei mit dem Verband und mit dem Ei, das ist echt perverse Scheiße, was du mitgebracht hast, ehrlich. Oh mein Gott. Boah, das geht nicht. Das ist so heftig. Ja. Also für mich ja. Ich hätte Marc gerne nochmal hier gesehen. So, dann gehen wir über in die letzte Runde. Und hier haben wir nochmal eine Gegenüberstellung der Giganten. Und zwar auf der einen Seite Casa Moratti als das Lufthaus, was von Xerchow mal aufgekauft wurde. Kennst du die Geschichte zwischen, warum die Flaschen auch so aussehen? Oh, ich glaube, du hast mir mal erzählt, aber erzähl sie gerne. Nee, damals, als das Lufthaus existierte, 1800 noch was, haben die das in den Tonkrügen so rausgegeben. Die Geschichte ist halt, dass die damaligen oder dass Casa Moratti aufgekauft wurde und die in den Unterlagen, in den Archiven noch diese Duft-DNA genommen haben und dann halt wieder hergestellt haben. Das hier ist Mephisto Gentle Humo. Das ist so die Idee eines Gentleman's Barbershops. Also wir haben jetzt hier einen ganz cleanen Grapefruit, Bergamotte, Iris, holzigen Herrenduft. Schön. Ist auf jeden Fall auch für den Job geeignet und einfach ein super frischer Duft. Und gegenüber haben wir Forever Love. Der hat eine sehr starke Grapefruit-Pampelmusen-Note mit drin, so wie auch hier dieses Label aussieht. Ich finde Forever Love den Namen ein bisschen falsch gewählt, weil er ist halt auch super also zitrisch, ne, und hat halt so eine Grapefruit-Note, macht gute Laune. Ich habe jetzt Forever Love, also ich verbinde mit Love eher so süßere Düfte. Ja, für also, den Namen auch nicht passend. Nee, für den Duft nicht, weil also welcher von den beiden, würdest du sagen, ist besser bewertet? Von der Marke ist es schon mal nicht mein Lieblingsgeruch, kann ich schon mal sagen. Von der Marke habe ich ja meiner Schwester ein Parfüm geschenkt. Ja. Das Lyra finde ich unfassbar schön. Unfassbar schönes Parfüm. Bei Lyra streiten sich so die Geister. Ich habe so eine krasse Hardcore-Fanbase an Männern, die Lyra feiern. Also, aber ich rede jetzt wirklich von so wo außer, weil das Problem ist, bei Casa Moratti, finde ich das Problem ist, auf allen Flaschen sind Frauen drauf. So, und nein, also nicht das. Nein. Guck mal, nein. Für, das Problem ist, wir assoziieren damit, dass es Frauenparfums sind. Ach so. Aber eigentlich sind das halt... Also, Unisex-Düfte. Was heißt Unisex-Düfte? Viele Sachen sind auch maskulin, aber wenn ich die Flasche sehe, denke ich, okay, das ist für Frauen. Ich glaube, du beschwerst dich eher gerade aus der Sicht von dem Verkäufer. Ja. Ja. Ich weiß, welcher Duft für mich schöner ist, aber da kann ich ja hier jetzt anscheinend nicht gehen in dem Format. Ja. Hey, ich kann nicht schon... Also jetzt es reicht. Es reicht. Ich habe nur Fehlgriffe gehabt. Ich finde, der Duft von Panadora, das ist einfach, muss ich ehrlich sagen, ich finde nicht so schön tatsächlich. Okay. Mhm. Ich finde, der riecht, ist nicht so meins. Wobei dieser Gentle Humo? Gentle Humo halt wirklich schön ist. Ich sag, Gentle Humo ist besser gerankt als der Duft von Panadora. Sicher. 100%. 100%. Diesmal bin ich, werde richtig liegen. Bis vor. Also, wir haben in der letzten Runde 8,4. Ist meiner. Gegenüber 8,0. Ja, meiner wird 8,4. Mephisto Gentle Humo ist gerankt mit 8,0. Verarsch mich nicht. Ich schwöre. Hey, was ist denn los? Hey, ist hier das Erlebnis auf der Haut ein ganz anderes? Das ist, ich finde, das kann nicht sein. Wie kann man sich denn, und das Dümmste ist ja, jetzt werde ich mich nochmal falsch entscheiden. Das ist ja das Allerdümmste. Ja, welche Farbe hatten wir noch nicht? Weißt du was? Ich glaube, das Ekligste müsste ich ja jetzt endlich durchhaben. Ja, ich glaube schon, dass du schon alles hinter dir hast. Außer den hier, den brauchen wir irgendwie noch nicht. Toasted Marshmallow, aber ich glaube, ich sehe den noch nicht. Ich sehe den doch hier. Was ist denn Toasted Marshmallow, oder? Ein Käfer. Was? Was? Ein Käfer. Wie willst du denn ein Käfer? Wie ein Käfer? Ja, ich werde es herausfinden. Wir hatten davon nur eine einzige hier, richtig? Ja, rare. Ist gut. Ja, okay. Ach, Leute, ja, vielen Dank, Sascha. Was? Wir haben parallel geklatscht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Video. Wir werden uns mit Sicherheit zeitnah nochmal wiedersehen. Nee, auf gar keinen Fall. auf gar keinen Fall. Nee. Ich muss ehrlich sagen, danke, Marc, für die kleine Reise hier in die Parfümwelt. Der war, glaube ich, gar nicht jetzt dabei. Nee, das war jetzt genug. Aber ich muss echt noch sagen, der Tester hier. Oh mein Gott. This is the way to go. Ja. Das ist der Star von dem heutigen Video für mich persönlich. Nice. Dann Leute, schaut gerne bei ihm vorbei, ist alles verlinkt und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. Lohnt sich nicht, ich lade nicht hoch. Ciao.